muss mir was überlegen. Ich brauch mehr Platz. Ich habe hier alles vollgeklatscht mit Zeugs und baue zu wenig. Ich mach das mal hier hin. Und vielleicht kann ich von unten sogar darauf zugreifen. Wir schauen mal. Nee. Leider nicht. Naja. Aber wenn es oben ist, dann geht es ja noch einigermaßen. Kurz nach oben. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier unten baue und ich fange jetzt an, die Steine erstmal in das Lager zu schmeißen, was unten ist, was ja Sinn macht, weil ist halt gerade um die Ecke. Muss ich nicht jedes Mal die Steine hochschleifen. Problem, was ich dann habe, ist, wie kriege ich die Steine dann nachher wieder raus, weil das würde ja das Endlager werden. Das wird ja nicht das Steinlager hier unten. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Heißt, die muss ich dann jedes Mal alle da hochschleppen. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ich oben einfach eine Karre hinstellen kann und dann von der aus auf die Lager unten zugreifen kann und somit das Zeug da rauskriege. Bräuchte ich einen Kran oder so? So einen Lift bräuchte ich, ne? So. Nehmen wir sie mit. Genau, jetzt passt das nämlich hier schön. Da haben wir hier den Gang und da haben wir das erste Lager. Genau, jetzt kann ich hier hinten dran weiter hämmern. Dann kann ich das hier voll klatschen und dann kann ich das jetzt erstmal so weitermachen. Beziehungsweise in die Richtung würde ich das ja auch machen wollen. Ich mache hier so einen breiten Gang erstmal. Kommt nicht dran jetzt. So. Ich finde einen Einbreitengang fast zu schmal. Komme ich an den noch mal dran, ja. Und einen breiten Gang fast zu schmal. Ich hätte gern drei breit, ehrlich gesagt. So eine in der Mitte, denn da. Das heißt, das Lager müsste ich nochmal eins rübersetzen. Das könnte man auch nachträglich machen. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, erstmal. Wie? Ah, ich bin zu hungrig. Weiß, ich bin immer zu hungrig, Steine wegzulegen, aber zu hungrig, einen Teller zu halten, um mir das Essen reinzuschaufeln. Das geht immer. Da, dafür bin ich nicht so hungrig. Das kriege ich hin. Ich krieg nichts hin, aber das kann ich. Oh, ein bisschen Obst hinterher hier. Gegrillte Papayas. Vielleicht noch ein Steak? Ja, geht auch noch, ne? So. Zack. Fürchterlich, wenn die da reinfallen, ne? Ich glaube, Eisen war doch eher so ein bisschen in der Wüstengegend, ne? Also da, wo Wüste ist, ist, glaube ich, Eisen. Ich überlege, wie ich jetzt gleich weitermache. Ich guck gleich mal in der Wüstengegend nach Eisen. Ich meine, Kohle hätten wir hier unten schon mal so ein bisschen. Das ist schon mal ein cooler Nebeneffekt hier beim Endlager, dass wir hier auch Kohle haben. Ich denke, die werden wir brauchen können. Ja.
So, zack. Ich würde den Stack jetzt noch schnell voll machen, den 100er Stack. Und mitnehmen nach oben. Und dann immer, wenn wir hier unten sind, ein bisschen was machen, gucken wir, dass wir dann immer noch einen Stack mitnehmen, dass wir dann, dass ich da immer ein bisschen was wegräume hier unten, sonst wird es halt einfach echt voll. So, dann stelle ich jetzt aber oben. Ja, oben habe ich jetzt das Lager, das, da klatsche ich das kurz rein. Zack, so. Ich habe hier noch die Karre. Sag mal so, die Karre brauche ich jetzt nicht. Die schmeiße ich jetzt mal hier oben rein. Die ist mir jetzt gerade egal. So, dann latschen wir jetzt mal nach vorne. Und dann gucke ich jetzt gleich mal, wo hier Schneegebiet, sage ich schon, Wüste ist. Dass ich hier ein bisschen Eisen mitnehmen kann. So, da hinten. Hier ist. Oh ja, oh ja. Also einmal die komplett andere Richtung. Ja, dann flitzen wir mal. Essen haben wir dabei, ein bisschen Platz im Inventar haben wir auch. Zweite Spitzhacke haben wir auch. Wenn ich wenigstens schon mal so. Ich weiß nicht. Einfach so 100 Eisendinger hätte, wäre ja schon mal ganz cool. Aber ich glaube, ich muss dieses Granulat draußen machen erst, ne? Ich glaube, ich muss es erst schreddern irgendwie. Ich weiß, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr. Was ich schon wieder alles verdrängt habe. Ich habe jetzt auch letztens angefangen, hier wieder Ding zu spielen. Satisfactory, ich habe alles verdrängt, was ich da mal gelernt habe. So schnell wie ich lerne, so schnell vergesse ich auch in Spielen. So, das sieht doch eisenmäßig aus. Ist ja wunderbar, dass hier gleich Eisen ist. So, hier noch ein bisschen. Ich bin wieder so stumm, ich weiß wieder nicht, was ich sagen soll. Ich sage mir nur, ja, so, hm, ja, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Hm, hm. Mir fehlen echt ein bisschen die Gesprächsthemen manchmal. Ich weiß aber auch echt nicht, was ich erzählen soll, weil so viel Spannendes ist nicht passiert in letzter Zeit. Außer, dass ich halt viel am Arbeiten bin, dass ich noch nebenbei versuche, hier das mit den ganzen Let's Plays und Streams und sowas irgendwie aufrecht zu erhalten. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn viel Arbeit und so, dann man kommt nicht so wirklich dazu. Ich würde gerne viel, viel mehr machen. Aber meistens ist dann halt echt den ganzen Tag gearbeitet, kommst nach Hause, Energie fehlt. Und dann ist halt so, ja, so lustlos vorne im Stream sitzen und sagen so, jetzt gehe ich das da lang und so habe ich halt auch keinen Bock drauf. Das macht euch keinen Spaß, macht mir dann keinen Spaß und das ist dann doof. Ich bin so ja schon manchmal ziemlich ruhig. So, lalalalalala. Jetzt schauen wir mal. Einschmelzen werde ich es nicht können. Ich habe kein Granulat. Ich schmeiß das gerade mal hier rein. So. Muss ich gucken. Wo kann ich das Ding herstellen? Ich brauche auf jeden Fall diese Rüttelmaschine, glaube ich, ne? Das ist er nicht. Ah, wo kann ich denn das herstellen? Kann ich das an der normalen Werkbank herstellen? Ah, mein Finger juckt. Juckt's am Finger. So. Das da wird's sein, ne? Ja, das wird's sein.
Und das wird sein. Also die zwei werde ich, glaube ich, brauchen. Und dafür brauche ich grundlegende Technik 1. Jetzt stehe ich ja schon wieder auf dem Schlauch, ne? Grundlegende Technik. Ja. Da bräuchte ich ein Büchlein. Na, gucken wir mal. Was kostet mich denn das Buch für grundlegende Techniken? Schiffsbau ist es nicht. Dünger, grundlegende Technik. Dafür brauchen wir Forschungspapier. Geologie. Und grundlegende Forschung. Okay. Das heißt, ich brauche das Dendrologie und Geologie. Dafür fehlt mir der Schreiner. Ist das ätzend? Hier hängt eins mit dem anderen zusammen. Dafür fehlt mir der Schreiner. Ansonsten hätte ich den. Könnte ich den machen. Und bei Geologie, was fehlt mir da? Oder kann ich das machen, das Papier? Geologie kann ich machen. Geologie geht. Der Schreiner fehlt mir noch. Dafür fehlt mir der Schreiner. Und ob ich Schreiner machen kann? Willst du mich verarschen? Bin jetzt doof? Kann ich ihn doch machen. Ja. Kann ich dann doch schon grundlegende Forschung machen? Grundlegende Forschung, grundlegende Techniken meine ich natürlich. Null von eins. Habe ich aber gerade hergestellt. Jeweils. Ich nehme die mal gerade raus. Dann flutscht das da schon mal rein. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Scheiß, ne? Oh, ich habe zu viel Zeugs. Das ist nicht gut. Kann ich hier irgendwas stacken? Habe ich irgendwas blöd gemacht hier? Ich habe einiges Blödes gemacht hier, aber stacken kann ich hier nichts. Warte mal. Guck mal, das Erdding hier, den Erdknödel hier, den kann ich doch irgendwo hinschmeißen. So, da ist schon mal einer weg. Schmeißen wir da in den Ofen mit rein. Ah ne, aber das war vom Lagerfeuer. Sorry. Wir nehmen das hier, das schmeiße ich da mit rein. Und ich nehme das hier und das schmeiße ich dann ins Lagerfeuer rein. Kann ich ja zur Not wieder rauspopeln. Also, grundlegende Technik. Ich brauche den Schreiner. Ach, dafür brauche ich den Schreiner. Ja, Moment. Dann, wo haben wir das Schreinerhandbuch? Den haben wir hier, da brauche ich noch Sammeln. Das machen wir auch schnell. Dann machen wir den Schreiner. Und dann müssen wir das Ganze lernen, dann brauchen wir wieder einen Haufen Sterne. Und da ist wieder das Problem mit den Sternen. Ja, und das Problem werden wir halt wieder so lösen, wie wir es immer lösen. Wir gehen schlafen.
Anders kriege ich es nie hin. Schreiner wurde bereits. Du willst mich verarschen, oder? Ich schaue nach. Schreinerei. Ja, fehlt einfach nur ein Stern. So, das heißt, ich brauche 2 Sterne. Ab in der Haie. Dann schlafen wir mal. Schlafen und warten heißt es jetzt. Schlafen und warten. So. Das werden wir uns jetzt hier aber nicht angucken, weil das geht ein bisschen zu lang. Das heißt, ich werde es hier rausschneiden. Also, bis gleich. So, da haben wir Stern Nummer 2. Wunderbar. Gut. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das kann ich hier reinschmeißen. Das können wir da drinnen lassen. Das schmeiße ich jetzt auch gerade mal da hoch, dass hier ein bisschen mehr Platz ist. Rampen kriege ich da nicht rein. Die Bretter könnte ich noch reinkriegen. So Gestrüpp kriege ich da auch rein. Kohle kriegen wir da nicht rein. Okay. Wir haben jetzt mal so ein bisschen Platz geschaffen. Die schmeiße ich gerade mal da runter. Die passen da nirgends hin. Die müssen wir hier lassen. Ja. So ist es. Warte mal, den können wir noch da drauf schmeißen. Und den können wir da drauf schmeißen. So, jetzt. Jetzt haben wir es einigermaßen optimiert. Wunderbar. Gut, den ersten Stein setzen wir. Stein. Ich sag schon wieder Stein, ne? Das ist fürchterlich. Stern. Stern, Penny. Stern. Es ist ein Stern, kein Stein. So. Aufs Schreinern. Dann müssen wir den hier nochmal herstellen. Gut, hätten wir den auch. Und dann können wir grundlegende Technik machen, oder? Da oben haben wir es. Geologie fehlt mir. Hatte ich nicht noch einen übrig? Ich höre nochmal. Da eskaliert ein Wolf. Aber völlig. Meine Fresse. Wäre das jetzt ein Horrorspiel, hätte ich mir jetzt aber hier in die Hose gemacht, ne? Also. Gut, dann haben wir das Buch auch. Sehr schön. Gut, so, stellen wir uns hier mal kurz hin. Die klatschen mal da drauf. Das schmeiße ich jetzt einfach mal da rein. Fertig. Und dann müssen wir noch das Sternchen, nicht Steinchen, platzieren. Plom. Wunderbar. So. Ja, Essen ist absolut nicht ausgewogen. Ich sehe schon. Herstellung. Ich habe nur Fleisch und
Dings gegessen hier. Fisch. Gefühlt. Wir machen wieder 30. Und von den Rüben machen wir auch 30. Und dafür habe ich zu viel Kohldampf. So, hier haben wir schon mal ein paar Tomaten, die ich mir rausnehmen kann. Ich kann schon mal ein paar Tomaten essen. Gucken, dass wir das wieder irgendwie ins Gleichgewicht kriegen. Ich brauche auf jeden Fall die Papayas für Vitamine. Wo haben wir die? Sind schon die Eintöpfe und alles? Da war es doch, oder? Ja, da. Machen wir auch 30. Da, die schmeißen wir da drauf. Die Rüben schmeißen wir da auch mal rein. Wo sind die Papayas gelandet? Wo landen die? Bin ich blind? Ist es wieder verbuggt? Oder bin ich blind? Bin ich blind? Ich frage nochmal, bin ich blind? Ach, die sind im Mücken. Guten Morgen, Paddy, guten Morgen. So, noch ein paar Vitamine hinterher. Ja, guck mal, also Alter, fast auf einem guten Weg hier. Fast. So, jetzt, was wollte ich eigentlich machen? Schon wieder verdrängt. Ach, stimmt, die Dinger wollte ich machen. Jetzt hab ich's. Aha. Wir brauchen. Sobald man die herstellen kann, rutschen die automatisch hoch, ne? Das ist fürchterlich. Wir brauchen Holz. Das habe ich nur umgelagert. Und ich brauche nochmal so ein Steinrad. Hatte ich nicht. Ne, das habe ich verwendet. Das habe ich für diesen Mahltisch, für diesen Mühlentisch da. Hatte ich das, glaube ich, genommen. Also was, dann machen wir einfach nochmal eins. Das soll ja nicht das Problem darstellen. Und hier machen wir auch den hier. Zack. Und dann dürfte ich mir doch die zwei Dinger da herstellen können. Also einmal den. Und einmal den. So, Nummer 1 ist durch. Das war der hier. Ich tausche den jetzt gerade mal gegen den. Und den tausche ich gegen den, so. Die Lager schmeiße ich jetzt auch gerade mal rein. Und da haben wir den anderen. Und ich würde fast vermuten, die brauchen dann vielleicht doch einen besseren Raum. Ich bin mir nicht sicher. Beziehungsweise einen größeren. Eieiei. Also das Ding hat keinen Stromanschluss. Toll, haben wir auch direkt wieder am Arsch. Und der muss jetzt drinnen stehen oder draußen? Oder? Okay, die können auch draußen stehen, brauchen aber Strom. Okay. Das heißt Strom. Strom kriege ich wiederum aus einem Rad, ne? Aus einem Windrad. So, wo kann ich jetzt so einen Vogelschredder bauen?
Zimmermann-Tisch. Hier kann ich ja nur Werkzeuge, glaube ich, herstellen, ne? Ja. Am Radtisch vielleicht? Weil es ja ein Windrad. Ganz schlimm. Nee. Auch nicht. Am Metzgertisch ganz bestimmt nicht. Am Steinmetztisch. Würde mich auch wundern. Ja. Hätte mich jetzt aber echt gewundert. Oh, was haben wir denn hier noch? Ja, da. Der ist es, oder? Ein Wasserrad, ein Windrad. Da brauche ich Leinenstoff. Und dafür bräuchte ich Schmiermittel. Schmiermittel kann ich herstellen, da kann ich ein Wasserrad bauen. Und einen Fluss hätten wir. Schmiermittel kann ich, glaube ich, schon herstellen. Nee, kann ich nicht. Brauche ich Metzgerhandwerk 1. Leck mich doch am Arsch. Oh, der nächste Stern. Das ist doch nicht wahr. Mann. Guck mal, wir hätten hier einen Fluss. Es wäre perfekt. Oh, ätzend. Ja, da fehlt mal wieder ein Stern. Ich brauche halt Sterne ohne Ende. Das ist halt echt absolute Kotze hier, was ich habe. Ja? Metzgerhandwerk. Ah, lecko mio, ey. Da muss ich das Buch machen. Fürs Buch muss ich wahrscheinlich wieder ein anderes Buch lernen. Ah, das gucken wir noch kurz an hier. Schauen wir mal kurz rein. Wo haben wir es denn? Also wenn es weit unten ist, ist es schon mal schlecht. Es ist sehr weit unten. Dafür muss ich erstmal die Jagd lernen. Die Jagd haben wir mit Sicherheit nämlich auch noch nicht. Ne. Beziehungsweise doch, da müssen wir einfach nur einen Stern reinpfeffern und dann passt das. Okay. Und dann können wir das Metzgerhandwerk lernen. Okay. Und fürs Metzgerhandwerkbuch brauchen wir dann grundlegende Forschungspapier Kochkunst. Und dafür brauche ich noch ein Dingens hier, Lagerfeuer, ne? Lagerfeuer kochen, okay. Frittiertes Gemüse. Ist klar, logisch. Das Gemüse und Lagerfeuersalat, okay. Und dann die Kochkunst. Das heißt, ich brauche allein, um Strom zu zeugen, nochmal 3 Sterne, mindestens. Oh. Und dann habe ich eben noch kein frittiertes Gemüse hier, was ich benötige. Oh Gott, das werde ich dann wahrscheinlich bei fortgeschrittenes Kochen haben, oder ich weiß es nicht. Was muss ich dafür freischalten? Das grundlegende Rezept, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe es nicht ganz. Also ich weiß nicht, wie ich Sachen frittieren kann, keine Ahnung.
was wir für freischalten müssen. Ich muss auf jeden Fall einiges freischalten. Ich brauche wieder einiges an Sternen. Ja, ja, da kann ich ja gleich wieder schlafen gehen. Rein theoretisch. Naja. Gut, ich würde sagen, ich höre jetzt auf hier. Sonst zieht sich das hier noch alles bis ins Unendliche. Ich schnibbel das jetzt noch irgendwie zusammen, damit mir die Folgen nicht ausgehen, damit ich wieder was hochladen kann. Und dann würde ich sagen, streame ich das nächste Mal wieder und bereite noch ein bisschen was vor. Sprich, ich werde einfach mal so 3, 4, 5 Sterne vielleicht mal einfach so durchschlafen, dass wir die haben. Weil ich möchte mich ehrlich gesagt nicht ewig daran aufhalten müssen, Sachen hier zu arbeiten, abzuarbeiten, dass ich dann mal einen Stern kriege, nachdem ich, keine Ahnung, gefühlt den halben Erdball hier umgegraben habe oder so. Damit ich dann einen Stern habe, dann kommen wir hier nie voran. Sitzen wir hier noch in 1000 Folgen und sind wahrscheinlich nicht sehr viel weiter als das hier. Ja, also das schlafe ich dann durch, dass wir einfach mal so 5 Sterne haben oder so. Und genau, ich hoffe, das ist okay. Wie gesagt, das bremst nur aus und ich finde es unnötig und ist ein bisschen doof. Naja, gut, gut. Dann, ja. Bis zum nächsten Mal, ne, würde ich sagen. Ciao, ciao. Und Abo und Kommentar und keine Ahnung. Alles nicht vergessen. Würde mich freuen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.